Da seid ihr ja schon. Hallo. Ja, wieder auf dem Kanal vom Daniel, der Thomas, ohne Haar. Der MTB Siegerland ist an uns herangetreten. Der betreibt ja den Flow Trail Siegen. Und dass wir quasi ein Preview-Video machen von den Sachen, die im Winter von dem super MTB Siegerland-Team hier alle neu gebaut worden sind. Es gibt ein paar kleine Änderungen, vor allen Dingen in den unteren Bereichen. Das werden wir heute mal abchecken. Kann sein, dass wir alles nicht alles fahren können, was teilweise noch nicht fertig ist. Das zeigen wir euch dann aber auf alle Fälle schon mal. Und vorweg eine Bitte, der MTB Siegerland hat mich darum gebeten, dass wir ganz am Anfang direkt sagen, bis zum 1.4. ist hier noch gesperrt. Es fährt keiner hier. Wir haben heute eine Sondergenehmigung und es ist kein April-Scherz. Am 1.4. lädt der MTB Siegerland hier zur Season Opening an, hier im Flow Trail. Kommt zahlreich, es ist einfach eigentlich eine coole Location, vor allen Dingen fürs E-Bike, wie gemacht hier der Flow Trail. Ja, und wir zeigen euch jetzt halt einfach mal, was es hier so Neues gibt. Viel Spaß beim Gucken. Alles beim Alten, ja. Aber kein Lauf, nichts. Nichts neu. Bäume weg. Okay. Das ist neu, ne? So Leute, wir sind an Abschnitt 2 angekommen. Abschnitt 1 ist so wie gehabt, also nichts Neues eigentlich. Aber bei Abschnitt 2 hat sich einiges getan. Zum Ersten, die Bäume sind einfach weg. Also hier hat sich auf jeden Fall ja, leider ein bisschen gerodet worden. Aber dafür gibt es auch ein paar neue Lines, eine Highline da oben und auch ein paar neue Sprünge. Und oben die Sprünge sind alle frisch neu geshaped, also alles fresh. Ihr dürft euch auf jeden Fall freuen auf den 1. April, denn hier oben lag kein bisschen Laub bisher heute. Super clean schon, es muss halt ein bisschen abtrocknen, deswegen fahren wir die Strecken jetzt nur einmal fürs Video und dann lassen wir die Strecke abtrocknen. Trockene Schuhe haben sich erledigt.
falschen Gang. Also das sieht für mich so aus, wie es immer war. Wow, ist auch so, wie es immer war. Dann rollen wir einfach weiter runter. Ja. Für viele aus der Region hier mit die ersten Stepdowns, Drops aus Holz, die sie fahren, weil die waren immer cool hier. Leider waren die total morsch. Und wenn ihr jetzt mal guckt, die haben das jetzt echt massiv neu gebaut. Sieht aus wie bei den Nachbarn in Greenhill. Und ich hoffe, hier neben kommt jetzt noch ein höherer Drop. Wer den Flow Trail Siegen kennt, kennt auch diesen knapp 4-5 Meter langen Table. Hier wurde auch das ganze Holz erneuert und der Absprung ist auch noch gar nicht fertig verdichtet und geshaped. Ich denke, das wird aber bis zum 1. April alles noch ready, da heute noch mal Bautag ist. Die Jungs hauen hier wirklich rein, Daumen hoch. Und ich kann nur noch mal sagen, der Daniel macht den Link unten rein. Mit einer Fördermitgliedschaft oder einer vollen Mitgliedschaft unterstützt ihr das ganze Projekt hier. Kommt mal hier hin, ist wirklich cool. Und ja, Daumen hoch für den MTB Siegerland. Okay. Du packst das! Ab geht's! Oh, ist nichts Neues. Okay. Aber mal anhalten. Der ist krass, oder? Aber der hat einen fetten Impact in der Landung, ne? Ich fand es tatsächlich nicht so schlimm jetzt. Ein bisschen mehr Federweg, ja, ja. Ja, eine der größten Neuerungen, die für mich auch für die Kurse super sind. Alle, die immer denken nach Flow Trail Siegen, das ist ja alles Titikaka. Ihr habt eben den Kicker gesehen, der ist schon eine Nummer, da hat man echt Airtime. Und hier gibt es jetzt eine Dreier-Drop-Batterie. Für jeden was dabei. Und vor allem ist die Landung nicht mehr so steil wie vorher. Das heißt, wenn man hier mal einen Ticken zu schnell ist, ist es nicht mehr ganz so schlimm in der Landung wie früher. Höhe würde ich mal so auf 1,50 schätzen ungefähr, ne? Ja. Kann mich ja mal eben daneben stellen. Das ist so groß wie meine Frau, ja. 1,50 so, 1,60 und ungefähr etwas über 1 Meter, bis die Landung anfängt. Super easy zu fahren, habt ihr ja eben gesehen. Ready for the drop? Ready for the drop. Woo! Drop it, drop it, drop. Uiuiuiui. Okay. Wir fahren, bei, even hard, yeah. Wir fahren bei kein zweites Mal. Kurz, warum ist hier abgesperrt und warum ist erst ab dem 1. April offen? Es werden wahrscheinlich mindestens noch einige Baustunden hier vergehen, bis alles fertig ist. Der Daniel filmt mal eben runter hier auf den Anleger. Wir wussten das nicht. Und hier sind anscheinend auch schon mehrere gefahren. Das ist alles noch weich. Das heißt, hier fährt man alles kaputt, wenn man da durchfährt. Wie gesagt, wir wussten nicht, dass das hier so weich ist. Wir fahren jetzt natürlich kein zweites Mal hier durch. Und wir gehen mal eben rüber in die andere Linie, in die blaue Linie. Das hier ist ja die, ich glaube, rote Linie. Die blaue fahre ich eigentlich auch super gerne hier.
Da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das hier schon auf ist am 1. Hier sind tatsächlich, wenn ihr mal guckt, von da oben und dann hier unten alle Anlieger neu geshaped, alle höher gezogen, richtig gut sieht das aus, aber alles nicht hart. Und wenn die Sonne nicht das backt hier, habe ich fast die Befürchtung, dass das auch nicht hart wird. Aber wir drücken die Daumen, dass es so sein wird. Aber kommt ihr dann am 1.4. und es ist irgendwas abgesperrt, bitte respektiert das, ihr macht sonst echt viel Arbeit kaputt, okay? Danke. Das ist der riesen Gap drüber. Was? Fahr einfach drüber, keine Angst, fahr einfach drüber. Fahr einfach drüber, Alter, das Gap, komm. Yes, Leute, ihr habt den Update vom Flowtrail Siegen gesehen. Auf jeden Fall richtig viel Arbeit hat da drin gesteckt. Mega, mega krass. Ja, ich habe gerade vom Thomas gehört, dieser eine Sprung, der so angsteinflößend war. Wir sind den gerade Test gefahren. Ja, den ist vorher noch keiner gefahren, laut Bauteam MTB Siegerland. Ja, also fährt sich ganz cool. Für mich persönlich könnte die Ladung ein bisschen steiler sein, aber ist schon okay. Kann man vergleichen, wenn man die mit Olpe vergleichen will, mit dem 1,80 Meter Boner oben in der Drop-Batterie. Hat ein ähnliches Airtime-Gefühl, ein ähnliches Landungsgefühl. Ja, aber alles cool gebaut, easy. Ja, und was wir auf alle Fälle zu einladen wollen, am 1.4. bin ich auf alle Fälle mit den Young Guns hier am Start zum Season Opening. Also, wer mich dann einfach mal was fragen will oder eine Runde mit mir mal hier runterballern will, kommt vorbei, ich bin für alles offen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon und hoffen auf so ein Wetter. Also eigentlich war heute nur Regen angesagt und wir hatten so Glück. Perfekt. Mega gut. Und auch gut für die Strecken, dann können die abtrocknen. Denkt nochmal dran, fahrt jetzt noch nicht, sonst ist die ganze Arbeit im Arsch und unten ist auch noch nicht alles fertig. Und die Kurven sind tatsächlich, ihr habt es gesehen, so weich, das macht auch gar keinen Sinn, gar keinen Spaß zu fahren. Also selbst die Sprünge, die wir halt heute Test gefahren sind, auch auf Wunsch des Bauteams halt, ist so, dass die Landungen auch noch nicht alle richtig verdichtet sind und so. Und ich denke mal, für absolute Einsteiger noch nicht so schön zu fahren, da kann man dann schnell mal halt auch ein Sittich über den Lenker machen, lieber lassen. Lieber warten bis zur offiziellen Eröffnung, der Sonne noch ein bisschen Kraft geben, dass sie das ein bisschen backen kann, den Boden. Und dann haben wir hier am 1.4. richtig Spaß und trinken vielleicht zusammen eine Spezi, gell? Gell? Okay. Ja. Jetzt alle Infos zum MTB Siegerland und so weiter findet ihr unten in der Beschreibung. Da könnt ihr auch Mitglied werden, Supporter werden, was spenden und so weiter und so fort. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst. Und ich gebe dem Thomas das letzte Wort. Amen.